Hallo meine liebe Leseratten da draußen. Heute möchte ich euch die schaurige Weihnacht von André Mininger und Henry Buchner vorstellen. In diesem Buch sind der 5. Advent, Stille Nacht und düstere Nacht enthalten. Der 5. Advent ist von André Mininger geschrieben. Das hat von mir 4 Sterne bekommen. Stille Nacht, düstere Nacht ist von Henrik Buchner geschrieben worden und hat leider von mir nur 2 Sterne bekommen. Das ganze Buch hat somit also einen Sterndurchschnitt von 3. Ja, in der 5. Advent geht es darum, dass die Lydia Kenne am 1. Dezember in ihren Adventskalender ein Zettel von ihrem schon längst verstorbenen Enkelsohn findet und Justus dieses eben mitbekommt und daraufhin werden die Jungs aktiv und wollen der Lydia Kende helfen, herauszufinden, ob ihr Enkelsohn wirklich noch lebt oder ob ein gewisser Sträfling dafür verantwortlich ist und ihr einfach da nur einen Scherz mitspielen möchte. Und also hier hinten steht halt auch drauf, Hilfe suchen, und wendet sie sich an die 3 Fragezeichen. Und die 3 Fragezeichen, die gucken halt dann schon komplett im ganzen Adventskalender noch nach mehr Hinweisen nach. Und was ist mit dem 5. Advent, also was am 5. Advent eben passieren soll, soll ein Verbrechen passieren. Und ja, ob sie das bis dahin verhindern können, müsst ihr selbst lesen. Ich finde, der 5. Advent ist halt, wie gesagt, viel besser geschrieben worden, da man 24 Tage Zeit hat. Also das heißt, am 1. Advent lernt man Lydia Kende kennen und ihren Adventskalender und dann jeden Tag halt ein Kapitel. Also man könnte es zu Weihnachten halt wirklich lesen, jeden Tag ein Kapitel. Ich habe es jetzt im März gelesen und halt es in einem Rutsch durchgelesen, so gesehen. Stille Nacht, düstere Nacht ist daher ein bisschen anders aufgemacht. Da hat man nur 24 Stunden Zeit. Es ist der 23. Dezember um 12 Uhr mittags. Und es geht hier darum, dass die 3 Fragezeichen die Game Fam besuchen, eine lang berühmte Spielzeugmesse. Und dort besuchen sie einen alten Freund, den sie aus dem früheren Fall kennen, der dort auch für Game Fam eben für die Sicherheit zuständig ist. Und auf dieser Game Fam sind die Heroes of the Universe vertreten. Und der Redner, der die Heroes of the Universe ja nächsten Tag preisgeben sollte, der bricht auf einmal zusammen und der ehemalige Polizist, der steht auf einmal ja darin, dass er diesen Redner ja verletzt hat. Und darum geht es halt, dass in diese 24 Stunden sollen sie halt rausfinden, ob jetzt wirklich der Ex-Polizist da das wirklich getan hat oder nicht. Und es ist halt so, nein, vor allem dieses Heroes of the Universe ist wirklich ein, ich kann nicht sagen Abklatsch, es ist wirklich so, man hat Parallelen zu He-Man gefunden, weil es ist wirklich so, Heroes of the Universe ist eine, so gesagt ein anderer Name für He-Man und so. Also es ist wirklich, die Geschichte hat mir einfach nicht gefallen. Es ist halt so, man hat nur 24 Stunden Zeit, das hatte ich bei die 3 Fragezeichen und der unsichtbare Passagier nicht. Aber hier, wo man wirklich nur, ja, dann ist eine Stunde vergangen, dann ist da wieder eine Stunde vergangen und bla. Man hat einfach keine Zeit, wie bei der 5. Advent, sich wirklich in diese Geschichte
darauf einzustellen. Deswegen ist es halt auch so, dass der 5. Advent 4 Sterne bekommen hat und Stille Nacht, Düstere Nacht eben nur 2 Sterne. Weil mir von Herrn Bruchner diese Aufteilung nicht gefallen hat. Ich meine, okay, es gibt Fälle, wo man wirklich nur 24 Stunden Zeit hat, so ist das nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch dieses kleine Etwas von dieses Hero of the Universe, was mich so derart genervt hat, was dieses Buch einfach nicht lesenswert gemacht hat, so richtig. Ja, aber ich möchte euch das nicht madig reden. Es ist meine Meinung zu Stille Nacht, Düstere Nacht. Jeder hat eine eigene Meinung, das wisst ihr. Euch kann es vielleicht super gefallen haben und dafür der 5. Advent euch nicht gefallen haben. Das gibt es ja, ne? Also. So, das war's jetzt wieder von mir. Ciao!